jetzt bin ich mit einem sehr guten Freund von mir auf ein Eis verabredet. Er hat schon auf der ganzen Welt Fußball gespielt und für gute Laune gesorgt. In Köln, London, Mailand, aktuell in Japan. Er ist Weltmeister 2014. Sie erraten sicherlich schon, um wen es sich handelt. 2017 hat er seine erste Eisdiele in Köln eröffnet. Die Rede ist vom Weltklasse-Fußballer Lukas Podolski. Hey. Hey, grüße dich. Wie geht's dir? Alles gut, bei dir? Sehr schön, schön dich wiederzusehen. Ich komm rum. Lange her. Schön, dass du hier bist. Wir haben ja schon gemeinsam einiges gedreht. Jawohl. War immer eine coole Sache dabei und hat immer Spaß gemacht, auf jeden Fall. Immer Weltklasse. Wie bist du auf die Idee gekommen, eine Eisdiele aufzumachen? Weiß ja, jeder mag Eis heutzutage. Eis läuft immer, auch in 100 Jahren. Ich kenne meinen Partner schon länger, Italiener, klar. Und so ist das dann entstanden. Jetzt haben wir 3 Läden. Jetzt bringen wir unser gutes Eis auch ins Stadion vom 1. FC Köln. Perfekt. Freue ich mich drauf. Sehr schön. Und ich sage jetzt nicht, ich habe das beste Eis, sondern die Leute, wenn es schmeckt, sollen sie es essen. Wenn nicht, gibt es genug andere Eisdielen. Ich bin da easy. Ich habe sonst schon die 3. auf und es verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Da muss ja was dahinter stecken. Mir macht das Spaß. Mir macht das Spaß, Dinge zu kreieren, Dinge zu entwickeln, genauso wie du. Immer was Neues auszuprobieren. Genau. Am Ende, wenn es Spaß macht und die Leute es gut annehmen, dann warum nicht? Ice Cream United heißt Ice Cream verbindet. Richtig. Mal schauen, ob uns beide dieses Eis verbinden kann. Ja klar, mach nur. Nehmen wir mal das hier, das ist Pistazie. Pistazie, richtig. Pass auf, wir probieren das aus. Ich weiß nicht, ob es klappt. Darf ich? Ja klar, immer rein damit. Einmal für dich. Schon essen oder was? Moment. Wir schauen mal, ob uns das Eis verbindet. Wir machen das so brüderschaftsmäßig. Jetzt verarsch mich nicht. Darf man jetzt hier? Pass auf. Okay, probieren. Wir haben jetzt beide. Super. Schmeckt. Extrem gut. Ich schmecke jetzt gerade genau das, was du schmeckst. Richtig. Mal schauen, ob wir eine Verbindung zueinander aufbauen können, die mental wird. Ja. Dass ich ab jetzt exakt das schmecke, was du schmeckst. Ja. Ja, das Spannende ist immer, oder das Kuriose ist immer, dass man dann rausgeht und sagt am Ende, wie ist sowas möglich? Auch morgen noch, übermorgen noch. Und fragt sich mal, wie können Menschen sowas machen? Lukas, wir werden schauen, ob wir eine mentale Verbindung zueinander haben. Und ich möchte das schmecken, was du schmeckst. Dafür werde ich mir sogar die Augen verbinden. Check die Augenbinde. Na, ist gut. Alles perfekt. Lukas, bist du bereit? Ja. Nimm dir bitte einen Löffel, einen sauberen Löffel. Ja, habe ich. Und such dir irgendeine Eissorte aus. Egal welche. Egal welche. Mach den Deckel auf und geh rein. Warte. Habe ich. Und nimm das Eis auf deine Zunge und lass es langsam auf deiner Zunge schmelzen, sodass ich in der Lage bin, das zu schmecken, was du gerade schmeckst. Habe ich. Es schmeckt fruchtig. Es schmeckt. Es ist nicht Kirsch oder Himbeer. Es schmeckt wie Erdbeer. Erdbeer? Ja, richtig. Wir machen das nochmal. Nimm den Löffel weg. Nimm dir einen neuen Löffel. Ja. Hab ich. Such dir irgendeine Sorte aus. Hab ich. Lass es auf deiner Zunge zergehen. Schmeckt super, das Ding. Glaube ich, dass es hier schmeckt, zufällig. Es schmeckt. Es schmeckt nicht wirklich fruchtig. Es schmeckt. Es könnte sowas wie Schokolade sein, schmeckt aber eher wie. Walnuss oder. Habt ihr hier gar nicht? Ihr habt. Haselnuss? Richtig. Sehr gut. Wir machen es noch ein letztes Mal. Nimm dir einen neuen Löffel und such dir irgendetwas aus. Hast du's? Warte, muss mal was aussuchen. Machst du mir schwer? Hab ich. Nimm den Löffel in deinen Mund. Lass das Eis auf deiner Zunge zergehen. Schmeckt wieder Weltklasse. Warte, stopp für die Zuschauer, das sind keine Tricks, ne, die wir hier machen mit Weltklasse oder super, ne? Es schmeckt wie Joghurt. Richtig. Sehr gut. Okay. Lukas, ich glaube,
Ich glaube, wir können einen Schritt weitergehen. Ich glaube, dass unsere Verbindung so stark ist, dass ich nicht nur das schmecke, was du schmeckst, sondern vielleicht sogar über das Eis in deiner Fantasie lesen kann. Lukas, kann ich mir ein paar Sachen ausleihen? Ja, klar, die Styroporbox zum Beispiel? Bedien dich, kein Problem. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Und dafür brauche ich eine Menge Eis. Okay. Ich weiß, das sieht ein bisschen verrückt aus, aber warten Sie ab. Denn gleich ergibt alles einen Sinn. Okay, ich, wie machen wir das? Kannst du es kurz festhalten? Klar. Lukas, ich sauere ein bisschen rum. Okay, Brauchst du einen Becher? Nee, ich nehme das Tablett. Ich brauche ein bisschen hiervon. Genau so. Dann brauche ich auf jeden Fall... Ich werde Lukas gleich bitten, sich in seiner Fantasie etwas vorzustellen. Treffe aber bereits jetzt meine Vorhersage dazu. Davon? Und zwar mit seinem eigenen Eis. Da noch was. Was soll das jetzt werden? Das wird gleich meine Vorhersage. So, ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr Farbe. So, und jetzt? Soll ich noch was machen? Nein, nur zugucken. So. Parmesan quasi. So. Ich glaube, danke. Und dann? Kann ich Kowal kontrollieren? Ja, klar. Ich halte es ein, weil ich genau weiß, wie er tickt. Ich weiß genau, wie du tickst. Das ist euer. So. Das ist meine Vorhersage. Ja. Lukas, gibst du mir einen Eisbecher? Ja, klar. Ja. Ich bediene mich mal. Darf ich das wissen, welche Sorte? Du darfst es wissen. Ich mache einfach mal eine... Soll ich mir die Sorten merken oder ist das gar nicht? Gar nicht. Es geht gleich nur um den Geschmack und um eine Fantasiemischung, die wir machen. Und dann nehme ich noch. Okay. Lukas, du sollst gleich Folgendes für mich tun. Ich möchte, dass du. Ich mache dir mal eine Mischung. Und du nimmst den Löffel bitte in deinen Mund und lässt das alles auf deiner Zunge zergehen. Ja. Lass den Löffel ruhig im Mund. Schließ bitte deine Augen. In deiner Fantasie bildet sich gerade ein Bild aus verschiedenen Dingen, die du mit dem Geschmack, den du jetzt gerade schmeckst, verbindest für mich. Ich sehe in deiner Fantasie, sag nichts, lass den Löffel im Mund einfach nur nicken. Mhm. Ich sehe einen Gegenstand, ich sehe einen relativ großen Gegenstand. Es ist etwas in einem Rotton. Nicken? Stimmt das? Ja. Mhm. Es ist ein großer Gegenstand. Es ist so etwas wie ein Fahrzeug. Mhm. Du stellst dir einen alten Käfer vor. Stimmt das? Ja. Okay, und du stellst dir auch einen gewissen Ort vor. Das Ganze ist an einem gewissen Ort. Schau mich an, mach die Augen auf. Lass den Löffel ruhig im Mund. Konzentriere dich auf den Geschmack und auf die Fantasie, die du in deinem Kopf gebildet hast zu diesem Geschmack. Es fühlt sich an wie ein, es fühlt sich wie Eis an, es fühlt sich kalt an, ich sehe ein Iglo, ich sehe Schnee, sowas wie der Nordpol. Mhm. Stimmt das? Mhm. Du denkst an einen Käfer, an einen roten Käfer am Nordpol, ja? Aber das ist nicht alles, Erinnerst du dich an die Styroporbox, die Vorhersage? Ja klar. Sag nicht, dass der Käfer drin. Nein. Nein. Und das ist der rote Käfer aus Eis mit einem gebildeten Iglo und ein paar Kokosflocken. Nein. Lukas, vielen Dank. Nein.
mal alles kontrollieren hier. Sag ja, das ist krank. Also ich kann mir das auch nicht erklären. Also ich gehe jetzt hier raus nach Hause und auch immer, wenn ich das meinen Jungs erzähle oder meinem Sohn, die sagen, ach komm, verarsch mich nicht, ne? Oder erzähl keinen Scheiß, ne? Und darum, lass uns da grübeln. Wir werden nie dahinter kommen. Das bleibt nur in seiner Fantasie, in seinem Kopf. Und das ist auch gut so. Ne? Darum heißt es ja Magie. So macht man das ja, in Japan. In Japan. Arigato. Lukas. Mein Gott. Vielen Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Es ist immer wieder krass mit dir. Gerne. Macht immer wieder Spaß und immer geile Dinge, die du entwickelst. Also Dankeschön. Hammer. Respekt. Vielen Dank, Lukas. Ich liebe es, die Menschen so zu überraschen. Die Blicke, die Reaktionen, die Freude, die Emotionen. All das ist ein großer Teil in der Magie. Ich konnte eine so starke Verbindung zu Lukas aufbauen, dass wir gerade eine mentale Geschmacksexplosion erlebt haben. Und genau deshalb gehört diese Nummer in meine Top 13 der besten Street Magic Tricks der Welt.